Es ist 19.30 Uhr. Herzlich willkommen bei der Hessenschau. Ich freue mich auf Sie und ich freue mich auf unsere Themen. Wie Roboter uns Menschen weiterhelfen können. Künstliche Intelligenz, made in Darmstadt. Und schön blöd mit Comebacks dieser Woche. Schönen und sehr blöden. Die Boosterimpfung für alle. Nach 6 Monaten, das ist ja der Tenor der Gesundheitsminister seit Freitag. Was das nun konkret für Hessen bedeutet, das erfahren wir morgen. Das zumindest hat uns unser hessischer Gesundheitsminister Kai Klose hier in der Hessenschau angekündigt. Und wir wollten von Ihnen heute wissen, wie sieht es bei Ihnen aus? Würden Sie gerne so eine Auffrischungsimpfung bekommen? Ich arbeite mit Schülern, mit jungen Leuten zusammen. Ich würde es mir vielleicht erst noch mal überlegen. Aber ich habe die beiden Impfungen gut überstanden, also ich habe mir nichts ausgemacht. Ja, warum eigentlich nicht? Aber man müsste natürlich überlegen, ob es wirklich notwendig ist. Ich glaube, für die ältere Generation auf alle Fälle macht das Sinn. Vielleicht sollten wir erstmal gucken, dass dann auch wirklich alle durchgeimpft sind, um dann zu sagen, okay, jetzt beginnen wir bei den Jüngeren. Nein, die habe ich noch nicht. Ich wollte zum Arzt heute anrufen. Aber der ist leider im Urlaub. Ich bin zwar jetzt nicht so alt, aber ich werde es auch machen, weil ich viel mit Kunden in Berührung komme. Man muss irgendwie reagieren momentan drauf mit den Zahlen, die hochgehen. Wenn man sagt, man kriegt es damit mehr in den Griff, dann warum nicht? Ja, und gerade viele Ältere haben ja noch gar nicht diese Booster-Impfung bekommen. Aber gerade die sollten sie bekommen, das sagt der Gießener Virologe Professor John Ziebur. Den haben wir gleich hier im Interview in der Hessenschau. Wir haben aber erst mal einen Hausarzt gefragt, wie der im Moment mit diesen Booster-Impfungen umgeht. In der Gemeinschaftspraxis in Ockstadt boostert Wolfgang Pilz schon seit gut 5 Wochen. Auch viele unter 70-Jährige kommen zu ihm und wollen die 3. Impfung. Wenn jemand so einen Stapel an Grunderkrankungen hat und noch keine 70 ist, dann werde ich den trotzdem impfen. Einfach weil ich genau weiß, diese Altersgrenze 70, ich weiß nicht, wer die festgelegt hat. Lars Tückmantel bekommt heute eine Grippeimpfung. Der Hausarzt rät ihm zu einer baldigen Auffrischung. Denn der 55-Jährige hatte vor 2 Jahren einen Herzinfarkt. Die Boosterimpfung wird er auf jeden Fall wahrnehmen. Boostern für alle? Für Wolfgang Pilz schwierig, da er sich an die Impfempfehlung der STIKO gebunden fühlt. Zudem könnten die Hausärzte das nicht allein stemmen. Es liegt halt ein bisschen daran, dass nicht alle Ärzte impfen. Am Anfang haben viele geimpft, aber inzwischen haben viele das auch wieder eingestellt, weil es wirklich ein sehr großer organisatorischer Aufwand ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass zumindest bestimmte öffentliche Maßnahmen noch durchgeführt werden sollten oder müssten, wo wir unter Umständen dann Impftermine mal in Stadthallen oder sonst irgendwas machen müssen. Die STIKO tagt morgen erneut, prüft neueste Studien und will sich zeitnah zur Boosterimpfung äußern. Die Boosterimpfung ist momentan in aller Munde und wir reden jetzt mit Professor John Ziebur. Er ist Leiter der medizinischen Virologie an der Uni in Gießen. Erstmal schönen guten Abend. Guten Abend. Wer braucht denn jetzt diese Boosterimpfung am dringendsten? Das sind vor allen Dingen ältere Menschen, deren Immunität nach der 2. Impfung jetzt doch im Laufe der Zeit deutlich abgenommen hat. Wir sehen jetzt auch dann bei dieser Gruppe von Patienten oder geimpften Personen doch zunehmend auch Impfdurchbrüche. Das ist nicht überraschend. Die Immunität lässt nach einigen Monaten nach. Und insbesondere natürlich ältere Menschen entwickeln keine so starke Immunität, die auch nach früherer Zeit schon, nach kürzerer Zeit schon wieder nachlässt. Also das ist vor allen Dingen die Gruppe der über 70-Jährigen, die jetzt ganz präferenziell da immunisiert werden sollten. Hinzu kommt medizinisches Personal, Pflegepersonal und auch Personen, die die sogenannten Vektorimpfstoffe erhalten haben, weil die eine etwas geringere Immunität nur ausgebildet haben. Mhm. Hilft denn diese Boosterimpfung Menschen von allen Altersgruppen, also auch Jüngeren? Ja, es gibt sehr gute Studien, dass eigentlich also gut untersucht ist, dass für alle Personen über 40 Jahre und natürlich ganz besonders profitieren von dieser Boosterimpfung dann ältere Menschen, die ja ohnehin ein deutlich größeres Risiko haben, dann auch schwer zu erkranken. Aber man weiß, dass das Risiko für Infektion mit Symptomen für Hospitalisierung, also Krankenhausaufnahmen und schwere Verläufe, etwa um 90% reduziert werden kann, wenn man eine 3. Impfung erhält. Das ist natürlich ein riesengroßer Effekt. Jetzt sagt der Arzt in unserem Film, Hausärzte alleine können nicht dafür sorgen, dass die Boosterimpfungen sich ganz, ganz schnell verbreiten. Was muss dann noch passieren aus Ihrer Sicht? Wer muss helfen? Ja, es spricht viel dafür, dass die Hausärzte die Hauptlast da tragen. Die kennen natürlich ihre Patienten auch am besten. Die können auch entscheiden, ob dann auch etwas jüngere Patienten
unter Umständen auch eine Impfung erhalten sollen, auch die jünger als 70 Jahre sind. Die müssen aber unterstützt werden aus meiner Sicht durch auch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel mobile Impfteams oder auch wiedereröffnete Impfzentren in kleinerem Umfang zumindest. Ja, da sind wir mal gespannt auf das, was morgen unser Gesundheitsminister Kai Klose dazu vermelden hat. Schönen Dank, Herr Professor Zibor, für das Interview. Ich danke Ihnen auch. Und das Interview haben wir direkt vor der Hessenschau aufgezeichnet. Der Werra-Meißner-Kreis, der sucht einen neuen Landrat oder eine neue Landrätin. Der Kreis mit dem hohen Meißner im Herzen, der hatte heute eine Stichwahl. Und unser Reporter Sebastian Jakobs, der steht jetzt im Landgrafenschloss in Eschwege. Und ich bin ganz neugierig, Sebastian. Gibt es schon ein Ergebnis? Ja, es gibt ein Ergebnis, sogar ein recht deutliches. Nicole Rathgeber von den Freien Wählern ist die neue Landrätin im Werra-Meißner-Kreis. Mit 59,7% hat sie sich durchgesetzt gegen Friedel Lenze von der SPD mit 40,3%. Eigentlich gab es mal 4 Kandidaten. Die erste Wahl hat keinen Sieger herbeigebracht. Deswegen heute die Stichwahl. Und Frau Rathgeber hat gewonnen. Sie steht bei mir. Guten Abend, Frau Rathgeber. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie fühlen Sie sich? Vielen Dank. Ja, die Emotionen sind hochgekocht, würde ich sagen. Ich fühle mich sehr gut. Ich bin bereit für das Amt der Landrätin. Wie haben Sie es denn geschafft? Sie sind ja relativ neu in die Politik eingestiegen. In Anführungszeichen nur Ortsvorsteherin. Die anderen waren ja Bürgermeister. Wie haben Sie sich jetzt durchgesetzt? Ja, ich bin auf die Wählerinnen und Wähler zugegangen, habe mein Wahlprogramm vorgestellt, habe mich vorgestellt und habe gesagt, ich möchte gerne in meiner Heimat was erreichen, das Amt von Stefan Reuß weiterführen und den Werra-Meißner-Kreis in eine gute Zukunft bringen. Glauben Sie, Sie haben von den anderen Kandidaten, die jetzt nicht mehr übrig geblieben sind, vielleicht auch Stimmen abgezweigt? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten. Das muss der Wähler beantworten. Aber ich glaube, das Vertrauen, das mir heute entgegengebracht worden ist, zeigt alles. Hätten Sie damit gerechnet oder ist es für Sie jetzt auch überraschend? Damit gerechnet hat man immer. Und da ich habe fest dran geglaubt, der Tag war aufregend genug. Und ja, es ist toll, hier zu stehen. Und alles, was ich in den letzten 18 Wochen in diesen Wahlkampf gesteckt habe, hat sich für jetzt gelohnt. Und das ist das Ergebnis für heute Abend. Wahnsinn. Vielen Dank, Frau Rathgeber. Alles Gute für Sie. Danke. Ja, und die Wahl ist ja nötig gewesen, weil der amtierende und jetzt scheidende Landrat Reuß ein Amt in der Wirtschaft angenommen hat und deswegen vorzeitig zum Jahreswechsel ausscheidet. Mit einer neuen Landrätin, der ersten Landrätin in Werra-Meißner-Kreis, Nicole Rathgeber, zurück nach Frankfurt. Ja, wenn das mal keine Nachrichten sind, von der Ortsvorsteherin zur Landrätin. Dankeschön, Sebastian. Ja, und heute gab es auch noch Bürgermeisterwahlen. Wie die ausgegangen sind, das sehen Sie in unserem Nachrichtenüberblick. Neue Bürgermeisterin von Baunatal wird Manuela Strube von der SPD. Sie erzielte 53,4% der Stimmen. Die Wahl war nötig geworden, weil Amtsinhaberin Silke Engler, ebenfalls SPD, als Vizelandrätin nach Kassel gewechselt ist. In Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis kommt es zu einer Stichwahl zwischen den beiden unabhängigen Bewerbern Sina Best und Gerd Fröhlich. Best erreichte knapp 46,5% der Stimmen, Fröhlich knapp 28,8. Bürgermeister Frank Börner von der SPD war nicht mehr angetreten. Ein mit 70 Fahrgästen besetzter Bus hat in der Nacht in Frankfurt unweit des Stadions Feuer gefangen. Der Fahrer habe einen Funkenflug gesehen und den Bus sofort gestoppt, so die Polizei. Die Reisenden hätten das Fahrzeug verlassen können, verletzt wurde niemand. Der Bus brannte komplett aus. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere 10.000 Euro. In Kassel wurde der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Schon 2 Tage vor der landesweiten Pogromnacht 1938 waren die Kasseler Synagoge und andere jüdische Einrichtungen gestürmt und zerstört worden, ohne dass die Bevölkerung eingeschritten wäre. Mit einer Kranzniederlegung auf dem alten jüdischen Friedhof erinnerte die Stadt heute an die Opfer des Nationalsozialismus. In Kassel lebten nach 1933 etwa 3.400 Juden. Ja, und heute geht unser Themenschwerpunkt über die künstliche Intelligenz zu Ende. Unsere Reporterin Sarah Plass, die besucht heute Wissenschaftler der Technischen Universität in Darmstadt und die füttern Roboter mit künstlicher Intelligenz. Die Vision dabei ist, dass die uns helfen können, wenn es für uns sehr gefährlich oder unangenehm wird. Ich denke, wir werden in den nächsten 10 Jahren sicherlich Fortschritte haben.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eine motorische Intelligenz geben wird in absehbarer Zeit, die dem der motorischen Intelligenz des Menschen überlegen sein wird. Ganz am Schluss meiner Reise bin ich wieder zurück an der TU Darmstadt, am Sitz des hessischen KI-Zentrums. Wenn man so will, sitzt hier das Superhirn der KI in Deutschland. Der erste Professor, der sich überhaupt deutschlandweit mit dem maschinellen Lernen für Roboter beschäftigt hat, hat hier einen Lehrstuhl. Jan Peters leitet in Darmstadt den Fachbereich Intelligente autonome Systeme. Er und sein Forschungsteam bringen Robotern bei, zu jonglieren oder Bewegungen zu imitieren. Früher hat man Robotern feste Bewegungsabläufe einprogrammiert. Jetzt geht es den Forschern darum, Roboter-Anwendungen immer weiter zu perfektionieren. Wie das geht? Die Roboter sind so programmiert, dass sie sich durch Lernen selbst verbessern. Das Schöne ist, wenn man KI für Roboter halt speziell macht, dass man tatsächlich etwas Reales sieht und nicht etwas, was nur im Cyberspace passiert und nicht nur Nummern und Algorithmen verfolgt, sondern am Ende irgendwas in der realen Welt funktionieren muss. Beim Jonglieren steht bei uns im Vordergrund, wie kann der Roboter aus Versuch und Fehler lernen. Das ist natürlich ein sehr aufwendiger Prozess, wo der Roboter auch viele Fehler machen können muss. Mhm. Das ist mit anderen Worten, das ist garantiert nicht geeignet, um in der Industrie Lernen zum Einsatz zu bringen. Um in der Industrie Lernen zum Einsatz zu bringen, braucht man sehr schnelle Lernmechanismen. Und dazu bietet sich das Lernen aus Demonstrationen, also das sogenannte Imitationslernen, an. Okay, I'm starting the learning. Yeah, I can create one ball less. Hier ahmt der Roboter halt einen Lehrer nach und versucht einerseits die wichtigsten Kernpunkte der Bewegung zu reproduzieren, ohne aber wiederum die Fehler des Lehrers zu reproduzieren und gleichzeitig wiederum in der Lage zu sein, zu generalisieren, sodass für eine größere Zahl von Aufgaben auch möglich ist. Sein Kollege Oskar von Strück zählt zu den 25 einflussreichsten InformatikerInnen der Welt. Er leitet das Fachgebiet Simulation und Robotik an der TU. Woran er arbeitet, könnte da, wo es für Menschen brenzlig wird, helfen. Dieser Rettungsroboter zum Beispiel. Und in der Regel ist es so, dass bevor die Leute am Einsatzort sind, sind sie eigentlich schon erschöpft und können eigentlich nicht mehr, weil die Konzentration schon dahin ist. Und hier ist die Idee, der Roboter hat das 3D-Bild geliefert, der Bediener sagt, ich möchte in diese Ecke fahren. Dann fährt der Roboter selbsttätig dorthin, vermeidet Kollisionen. Und dann sagt er, ich möchte jetzt dies und das bedienen, verändern mit dem Greifer. Dann fährt der Roboter in die Ausgangsposition und jetzt kann der Bediener rangehen, auch eine Bombe entschärfen oder Ähnliches. Hier geht es darum, Aufgaben zwischen Mensch und Roboter aufzuteilen. So, dass beide das Optimale leisten können. Also das Level der künstlichen Intelligenz ist erstaunlich gut, aber noch weit weg vom menschlichen, weit weg vom gesunden Menschenverstand. Aber es gibt ganz viele Dinge, wo KI und Roboter besser sind als Menschen. Da, wo es gefährlich ist, da, wo es ermüdend ist. Und da wollen wir Roboter einsetzen mit künstlicher Intelligenz, um Menschen zu helfen und zu entlasten. Den Menschen entlasten, da gäbe es viele Einsatzmöglichkeiten. Aber was, wenn der Roboter irgendwann ein Eigenleben entwickelt? Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch was Böses machen möchte, ist sehr, sehr viel höher als die, dass ein technisches System was Böses machen würde. Also abgesehen mal davon, dass es dazu erstmal hinkommen müsste. Wenn man aber wiederum viele der Aufgaben des Menschen da schon mal wegnehmen könnte und damit die Systeme besserer, sicherer und robuster macht, das ist für mich, finde ich, ein sehr hehres Ziel. Dafür, dass wir das Land der Dichter und Denker sind, ist beim Thema KI immer noch Luft nach oben. Das höre ich immer wieder. Was Fördergelder betrifft, aber auch das allgemeine Verständnis von uns allen. Ein Leben ohne KI ist nicht mehr denkbar, das habe ich verstanden. Mir jedenfalls geht es jetzt so, dass ich sehr gespannt bin und mehr verfolgen werde, was mit KI auf uns zukommt. Und auch schon ganz anders auf mein Smartphone schaue. Ja, danke schön, Sarah. Wir haben jede Menge gelernt von dir und den Experten der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist Zukunft im Hier und Jetzt. Da machen wir uns Gedanken über unser Leben, über unser Wohnen. Stadt oder Land?
Genau solchen Fragen widmet sich die ARD-Themenwoche, die beginnt heute. Viele haben ja in der Corona-Zeit die Vorteile des Landlebens entdeckt. Und wir begleiten heute eine Familie, die schon vor Corona den Sprung mitten ins Landleben gewagt hat, und zwar in den Vogelsberg. Landleben pur. Familie Neff, Miriam, Marco und ihre Kinder Eva, Ole und der kleine Mio fühlen sich hier rundum wohl. 4 eigene Pferde und ein Riesengrundstück, da ist die Großstadt keine Option mehr. Der Vogelsberg ist ihre Heimat geworden. Man hat eine gute Luft, man hat irgendwie nicht Autos, die einen überall zuparken und man hat halt Platz. Alles sehr angenehm, ne? Du kannst dich bewegen und du kannst die Kids laufen lassen. Siehst ja die Pferde und alles. Es ist unmöglich, sowas in der Stadt zu haben, ne? So kann man total gut leben, weil also ich mir das immer gewünscht habe für die Kinder, dass man die nicht so gängeln muss oder ne, so aufpassen muss. Also ich muss mir gar keine Sorgen machen. Schottenbusenborn, ein Dorf mit 236 Einwohnern. Kein Laden, kein Café, aber viel Platz zum Leben. Vor 7 Jahren sind die Neffs aus der 3,7 Millionen Metropole Berlin hierher gezogen. Ein Zufall. Eine Freundin hat das über 100 Jahre alte Bauernhaus für sie gefunden. Miriam und Marco haben sich sofort verliebt, gekauft und renoviert. Ein bisschen Angst hatten sie damals schon, ob sie als Städter akzeptiert werden. Wie kommt man hier rein? Ist es so eine eingeschworene Gemeinde? Machen die einen den Raum? Aber das hat sich ziemlich schnell gegeben, dass man auch aufgenommen wurde. Marco Neff ist Chef einer Messe- und Bühnenbaufirma und rüstet inzwischen auch Fahrzeuge zu Wohnmobilen um. Vor 7 Jahren kam er mit 5 Mitarbeitern, inzwischen sind es mit ihm 12. Der Standort Schotten sei ideal für seine Messeeinsätze bundes- und europaweit. Er will expandieren und schätzt dabei auch die kurzen Wege zu den Behörden. Hier genieße ich es sehr, dass ich sagen kann, passt auf, wir brauchen Unterstützung. Ich rufe hier auf der Stadt an in Schotten, habe immer jemanden am Telefon, kann direkt mein Problem ansprechen und werde auch wahrgenommen damit. Also es ist ganz anders, als so anonym in Berlin zu leben. Der Umzug aufs Land, ein Trend, der sich durch Corona verstärkt habe, sagt auch Bürgermeisterin Susanne Schaab. Schotten mit seinen 14 Dörfern wachse. Seit 2017 gebe es 400 neue Einwohner aus allen Regionen. Ein Glückstreffer, wenn die auch noch Arbeitgeber wie die Neffs sind. Zurzeit stehen in Schotten kein Haus, kein Grundstück leer. Unsere Bauplätze sind günstig. Also das aktuelle Neubaugebiet, das sind knapp 100 Euro pro Quadratmeter. Ich denke, das spricht für sich. Es gibt eine Kinderförderung. Also pro Kind gibt es 2000 Euro. Wo wir dann die Familie finanziell unterstützen. Wir haben eine gute Infrastruktur. Etwas schnelleres Internet und mehr Nahverkehr, das wäre natürlich toll, sagen Miriam und Marco. Dafür aber kennen sie hier in Busenborn fast jeden. Es sei eine gute Gemeinschaft gewachsen, hören wir auch von den Alteingesessenen. Skepsis habe es anfangs gegeben, aber dagegen könne jeder etwas tun. Wie integriert man sich auf dem Land? Ja, man geht in Vereine, man bringt sich ein, man hilft, wo es geht. Und das haben die ganz gut geschafft. Dass die Städter aufs Land ziehen, sei für alle von Vorteil. Im Dorf fallen immer mehr Ältere weg, die Häuser stehen leer. Und was passiert damit? Wenn da keine jungen Leute kommen und das kaufen, und dann stirbt das Dorf aus irgendwann. Ich meine, es gibt ja Orte genug, wo das so ist. In Busenborn lebt es sich jedenfalls für alle gut. Auch die Kids haben ihre eigene Meinung dazu. Wir haben hier ziemlich viel Spaß. Es gibt hier überall Bäume, wo man klettern kann. Ja, ich habe kleine Brüder, mit denen ich spiele. Ich bin ziemlich glücklich hier. In die Großstadt wollen sie auf keinen Fall zurück. Für Familie Neff ist das kleine Vogelsbergdorf zur Heimat geworden. Eine schöne Heimat. Heute ist großer Fußballtag in Hessen, ja, und die Gemenge- und Gefühlslage, die ist doch ziemlich unterschiedlich. Eintracht Frankfurt mitten im Abstiegskampf, die Darmstädter Lilien, die grüßen von oben in der zweiten Liga. Man kann also sagen, beim hessischen Spitzenfußball ist irgendwie alles dabei, Ralf, oder? Ja, absolut. Bibbern bei den einen, bei den anderen sieht es viel, viel besser aus. Die Eintracht spielt gerade 0:0 in Fürth, noch nichts passiert weiter. Aber wenn wir auf Darmstadt 98 gucken, die hatten die spannendste Aufgabe heute, weil auswärts und anspruchsvoll, weil gegen Schalke 04 ein Spitzenclub der zweiten Liga gewartet hat. Und den Lilien gelang heute ein sportliches Ausrufezeichen.
Darmstadt 4, Schalke 2. Die Leistung der Lilien in Gelsenkirchen einfach umwerfend. Den besseren Start in dieses Zweitligaspitzenspiel aber erwischt der Bundesliga-Absteiger aus Schalke. 8. Minute, ein Eigentor von Luca Pfeiffer bringt die Lilien mit 0:1 in Rückstand. Nur 3 Minuten später, Darmstadt in Auswärts-Orange mit Tietz am Ball und dem schnellen Ausgleich 1:1. Philipp Tietz, schon sein 9. Saisontor, 6 davon hat er auswärts gemacht. Es ist ein rasantes Spiel und Darmstadt jetzt besser als Schalke. Matthias Honsack, 22. Minute, die Lilien drehen das Spiel. Die zweite Halbzeit und es bleibt ein Fußballspektakel. Philipp Tietz mit dem Doppelpack und dem 3:1. In der Schlussphase verkürzt Schalke nochmal. Das letzte Tor aber gehört den Darmstädtern. Benjamin Goller zum 4:2 Endstand. In dieser Form ist Darmstadt definitiv ein Aufstiegskandidat. Ja, und die Eintracht beim Tabellenletzten in Fürth gefordert. Knappe halbe Stunde gespielt, gab einen Schussversuch von Kostic bisher. Alle wichtigen Szenen und Reaktionen gibt es dann später bei uns im hr-Fernsehen, logischerweise. Aber wir wollen jetzt noch auf einen anderen großen Erfolg schauen, nämlich für den Frankfurter Tim Pütz. Das ist der junge Herr hier links im Bild. Gemeinsam mit seinem Partner Michael Wienes hat er den Tennis Masters Cup in Paris gewonnen gegen das französische Duo Herbert Mahut in 3 Sätzen. Eine tolle Empfehlung für den Davis Cup in 2 Wochen für Tim Pütz. Nach 2 Jahren endlich wieder das große Klassentreffen des Sports in Frankfurt. Die spezielle Mischung beim Sportpresseball aus Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen und Fußballpromis mit Politik und Kultur. Immer Höhepunkt der Ballsaison und natürlich ein Hingucker, Sportlerinnen und Sportler im kleinen Schwarzen oder im Smoking. Endlich wieder um die Wette strahlen. Schnieko rausgeputzt wird Frankfurt zur sportlichen und glamourösen Hauptstadt. Die alte Oper lädt zum Sportpresseball und alle kommen. Die Mutter der Nation, Heiner Brandt mit dem Bart der Nation und der Rec-Olympiasieger Fabian Hambüchen ist heiß, obwohl ihm kalt ist. Oh, wir kommen jetzt rein. So, okay. Letztes, bevor wir einfrieren. Ja. Ja, auf was freuen Sie sich am meisten? Einfach auf einen echt schönen Abend, dass wir einfach mal seit 2 Jahren wieder zusammenkommen können mit den ganzen Sportlern und so. Da haben wir uns eben schon im Hotel getroffen und ist einfach toll. Mittendrin im Ballsaal bespricht Eintracht-Präsident Peter Fischer vielleicht ja den Plan, wie die Bundesliga von hinten aufgerollt werden soll. Und im Anflug auch der Albatros, Michael Groß, die Schwimmlegende. Auch als Promi freut man sich auf all die anderen Promis. Auf die Sportler, auf die ehemaligen Sportler. Weil man trifft sich ja sonst nie. Und solche Bälle sind ja die beste Gelegenheit dafür. Sie wird ausgezeichnet als Sportlerin mit Herz. Malaika Mihambo, die Weitsprung-Olympiasiegerin, ermöglicht finanziell benachteiligten Kindern die Mitgliedschaft in Sportvereinen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich ausgezeichnet werde. Aber natürlich steht für mich das, was dahinter steht, ist das eigentlich Wichtige. Nämlich das Engagement für Kinder zum Strahlen zu bringen. Gestrahlt wurde viel und bis tief in die Nacht. Beim Sportpresseball in Frankfurt. Ja, später am Abend, 22.15 Uhr, Sportschau und Heimspiel Bundesliga. Alles dann zur Eintracht, noch nichts passiert. Weiter bei dir, Christine. Ja, danke schön, Ralf. Und bei uns ist heute Zeit für Comebacks in Schönblöd. Ja, das gestern von Thomas Gottschalk in Wetten, das war ja ein Riesenerfolg. Wir haben uns gefreut und es gibt sehr viel weniger erfreuliche Comebacks, dazu mehr heute in Schönblöd. Der Macher Sönke Hebestreit, er ist nicht nur ein sehr kompetenter Hessenschau-Chef vom Dienst, er ist begeisterte Hausfrau und er hat einen sehr bissigen Humor. Und das sehen wir heute am Comeback des Sonntags in Schönblöd. Hey ho, eine ganze Woche gab es schon kein Schönblöd mehr, schlimm. Finde ich auch schockierend, muss ich sagen. Aber jetzt sind wir ja wieder da und weil es keiner macht, lesen wir den Politikern mal wieder die Leviten. Wie tief wollen Sie noch sinken? Och, da geht noch so ein bisschen was, aber dann wollen wir eben über das Comeback von Covid-19 reden. Ach, was heißt reden? Marius, sing es uns. Ich bin wieder hier, war nie wirklich weg. Hat mich nur versteckt.
Ja, Covid schlägt wieder voll durch, die Inzidenzen steigen. Dabei gibt es doch sowas wie 2G- oder 3G-Regeln. Also wir können uns überhaupt nicht erklären, warum das alles wieder steigt. Sie vielleicht? Also meinen Covid-Pass will eigentlich kaum jemand sehen. Ach so, das wird gar nicht genug kontrolliert. Zu Deutsch, unsere Politiker sorgen nicht genug dafür, dass die Corona-Regeln eingehalten werden. Ja, was machen die denn dann? Wir warten genau die Situation in Berlin ab. Berlin? Klingt ja wie damals. Niemand hat die Absicht, eine Maut zu errichten. Wieder Winter, wieder Corona, wieder überrascht. Oder wie die Opposition sagt. Abwarten ist falsch und es dem Bund zu überlassen, ist genauso falsch. Tja, dass die hessische Politik in Sachen Covid zurzeit wohl nichts lieber sagt als... Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Das finden wir blöd, gestehen aber ein, dass sie damit wenigstens konsequent nach ihrem bisherigen Vorsatz handelt. Man kann es nicht allen recht machen und es ist auch nicht unser Anspruch. Kommen wir zur Danksagung der Woche. Wir wollen Danke sagen. Danke sagen für diese Bilder. Nur den selbstlosen Einsatz der wohl größten, bekanntesten und unabhängigsten Hollywood-Produktionsfirma, der sogenannten Autobahn GmbH, wurde es möglich gemacht, diese Bilder für die Nachwelt zu erhalten. Wo sonst schmierige Journalisten ihrem zweifelhaften Tagwerk nachgehen, unliebsame Fragen stellen, gegebenenfalls Schwachpunkte oder Widersprüche aufdecken, dort hat man sie einfach ausgeschlossen. What? Ja, die Autobahn GmbH gehört zu 100% dem Bund, also uns allen, ist per Gesetz unverkäuflich und darf nicht privatisiert werden. Aber wenn eine Autobahnbrücke gesprengt wird, dann darf sie bestimmen, wann, wie und wo berichtet wird. Ja, kein Witz. Da wollten wir als Journalisten vor der Sprengung der Salzbachtalbrücke selbst entscheiden, welche Interviews wir führen, welche Fragen wir stellen und wann wir das veröffentlichen. Aber das durften wir nicht. Der Grund? Die Firma wollte das alles selber in der Hand behalten, hat alle guten Kamerapositionen besetzt und Interviews erst freigegeben, als alles gelaufen war. Hat damit jedwede kritische Berichterstattung vorab einfach unterdrückt. Zum Beispiel hätte man ja mal fragen können, warum Brückenpfeiler abgesagt sind. Wer denn da ursprünglich Stützpfeiler aus Versehen falsch angebohrt haben soll und die Verantwortung für das ganze Chaos trägt, das wäre ein bisschen viel Anfragerei an eine Institution, die sich schon bei der geringsten Kritik fragt. Wie viel Demütigung wollen Sie denn noch ertragen? Na keine, darum verbieten wir einfach alles. Dass wir in unserer demokratischen Bundesrepublik nun schon bundeseigene Gesellschaften gründen, die die freie Berichterstattung verhindert, das erinnert uns total an... Niemand hat die Absicht, eine Maut zu errichten. Dass wir uns aber trotzdem nicht dran halten, das finden wir schön. So, das war der politische Werbefilm der Woche. Ich glaube, Sie haben eher das Gegenteil von dem, was Sie erreichen wollten, heute erreicht. Ups, Schluss mit lustig. Ja, Gott sei Dank wird es hier wieder ernst in der Hessenschau. Morgen sehen Sie an dieser Stelle Andreas Hieke. Und um 7:45 gibt es bei uns ein ganz, ganz spannendes Projekt. Leben ohne Besitz. Leben in der Kommune Niederkaufungen bei Kassel. Das hört sich gut an. Jetzt kommen die Wetteraussichten mit Laura Di Salvo. Es steht immer noch 0:0 bei Eintracht Frankfurt gegen Greuther Fürth. Und ich sag schönen Abend.